Claudia Bechstein, ein echtes Thüringer Mädchen. Heute wieder in Nordhausen, hier in der Apotheke am Theater. Durchgestartet sind Sie als Model, sind erfolgreich als Moderatorin überall in der Welt unterwegs. Herzlich willkommen. Ja, ich freue mich total, wieder hier zu sein. Dankeschön. Frau Bechstein, was machen Sie gerade? Also jetzt sind Sie gerade hier, aber an welchen aktuellen Projekten arbeiten Sie gerade? Oh, ich hatte so tolle Sachen dieses Jahr. Ich war zum Beispiel für Hyundai sehr viel unterwegs, in Paris auf der Paris Motor Show. Ich habe dort moderiert, auch auf Englisch. Ich war das Gesicht von E-Darling in der Werbung. Also es gab so viele spannende Sachen. Oh Gott, da bräuchte ich jetzt, glaube ich, eine halbe Stunde, um das zu erzählen. Na gut, eine halbe Stunde, die haben wir jetzt nicht. Aber wir haben einen Beitrag vorbereitet und den schauen wir uns jetzt einmal an. Some really impressive pictures. So let's keep our fingers crossed for the Hyundai World Rally Team that they can bring home another trophy. Wir sind jetzt vor der Campari Fashion Lounge. Was Campari mit Mode zu tun hat, das versuche ich jetzt mal rauszufinden. Sie sind weltweit unterwegs, bei unglaublich vielen Kampagnen. Der Zeitfonds ist da mit Sicherheit ja auch ein bisschen schwierig. Wie organisiert man das alles? Was ich jetzt in letzter Zeit mache, wenn ich irgendwo hinreise und ich habe einen schönen Job, dann bleibe ich einfach noch ein, zwei Tage länger und dann hole ich mir auch so ein bisschen Ruhe wieder rein. Also das geht schon. Ich bin ja weit davon entfernt, eine Claudia Schiffer oder Naomi Campbell zu sein. Ich glaube, das ist noch ein bisschen schlimmer. Also das ist ein schönes Leben im Moment gerade noch, ja. Ja, also es gibt immer irgendwas Spannendes zu tun. Man sagt ja, dass die Nordthüringer vom Prinzip her wie Lachse sind, also die zieht es immer wieder zu ihren Wurzeln zurück. Wie viel Zeit hat denn Claudia Bechstein eigentlich in die alte Heimat zurückzukommen? Wie oft ist sie denn hier? Eigentlich plane ich immer ein bisschen länger hier zu bleiben und dann wird es wieder nichts, dann muss ich ein bisschen eher zurück. Dann freue ich mich natürlich auch hier zu sein. Ne? Ich probiere die ganzen neuen Produkte, jetzt gibt es auch wieder ein paar tolle Sachen, kommen wir glaube ich später noch zu sprechen. Und ja, also es gibt viele, viele persönliche Bindungen, viele geschäftliche Bindungen auch in meiner Heimat. Richtig teure, ich sag mal Luxus-Beauty. Gibt es die bei Ihnen im Bad? Mir ist es wichtig, was ist da drin? Und ich möchte gerne wissen, wie wird es hergestellt? Also auch unter ethischen Voraussetzungen. Und ich habe so ein paar Luxusgeschichten, Taschen und Schuhe. Ich glaube, da geht es vielen Frauen so. Es macht doch gar keinen Sinn, überhaupt gar nicht. Aber mit den ganzen Kosmetiksachen bin ich von abgekommen, auch was Make-up angeht. Das muss einfach, die Inhaltsstoffe müssen einfach gut sein für mich und für meinen Körper, gerade wenn ich das jeden Tag benutze. Das ist, es ist wie Essen, wirklich. Gerade bei Frauen, die sich ab und zu schminken oder halb pflegen. Frau Bechstein, haben Sie dann vielleicht noch so einen richtigen Spezialtipp für unsere Zuschauerinnen, also was Sie damit Ihrer Haut und für Ihr Wohlbefinden auch zu Hause machen können? Ja, also zu Hause kann man natürlich auch schauen, was tut mir am meisten wohl, was finde ich am schönsten. Ne? Also ich mag halt gerne meine Haut ganz sanft zu pflegen und dann wie zum Beispiel hier das Hyaluronsäuregel drauf machen, das reicht mir von der Pflege meistens aus. Privat schminke ich mich selten und das ist eine schöne Geschichte. Aber noch viel schöner als sich zu Hause zu pflegen, ist es natürlich, sich pflegen zu lassen. Also jedes Mal, wenn ich nach Hause komme, hier nach Thüringen, buche ich mir einen Termin hier in der Apotheke am Theater und die Mädels sind so toll, die machen ja Kosmetik, das ist ein absoluter Traum. Man kann sich fallen lassen, man kann den Alltag vergessen. Und was besonders wichtig ist, ich kenne meine Haut ganz gut. Ich habe ja auch eine Hautanalyse machen lassen. Aber es gibt viele Frauen, die wissen gar nicht genau, was habe ich denn eigentlich für eine Haut? Welche Produkte sind die besten? Also ich würde davon abraten, einfach in den Laden zu gehen und irgendwas zu greifen. Und das machen die Damen hier wirklich sehr, sehr gut. Die haben prima meine Haut auch analysiert und seitdem habe ich zum Beispiel, ich habe mal relativ trockene Haut hier und habe mal so kleine Fältchen gehabt. Und das haben die halt analysiert, haben mir das richtige Produkt gegeben und seitdem ist es einfach auch besser. Und es hat halt so zwei Aspekte, einmal den beratenden Aspekt, ich lerne was über mich, aber halt auch den pflegenden und ich fühle mich wohl und danach geht man einfach ja, mit guter Laune wieder raus und hat so ein bisschen Energie getankt. Und wie gesagt, diesen ganzen Kreislauf, ich finde, das ist besonders wichtig, dass man viele Sachen nicht extrahiert voneinander betrachtet, sondern ich versuche relativ rund zu leben. Gute Ernährung, bisschen Sport, gute Kosmetik und einfach wohlfühlen und sich Sachen erfüllen. Vielleicht mal irgendwas machen, was man schon mal machen wollte. Irgendwo hinreisen oder was auch immer einem da in den Sinn kommt. Und das Gesamtpaket macht dann, glaube ich, einen glücklichen, zufriedenen Menschen aus und ich glaube, das sieht man dann auch.
Gut, ganz herzlichen Dank an dieser Stelle. Dann wünsche ich eine schöne Zeit hier in der Heimat wieder. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder hier in der Apotheke am Theater hier bei uns in Nordhausen. Und dann wahrscheinlich wieder mit Beauty-Tipps von Claudia Beckstein. Ja, super, super gerne. Also ich werde unten auch gleich ein bisschen stöbern, was alles für neue Produkte da sind. Ich bin immer sehr, sehr gespannt und ich hoffe, jemand hat Zeit, um mir das ein bisschen zu erklären. Die sind wirklich mal ganz nett und wissen viel. Und ja, ich freue mich immer wieder hier zu sein. Und vielleicht kann ich das nächste Mal ein paar Kosmetiktipps geben, auch wie man sich so ein bisschen schminkt oder so. Ist ja auch mal eine tolle, spannende Sache für die Frauen. Dankeschön auf jeden Fall.